Und es geht wieder weiter mit einer Naruto-Chapter-Analyse 430 bis 432. Chapter 430, Naruto ist zurück. Der Auftritt von Naruto, wie er auf Gamma Buntas Kopf steht und die anderen zwei Kröten auftauchen und er im Eremitenmodus ist, ist eigentlich schon verdammt cool. Ja, er trägt auch ein neues Kleidungsstück und zwar einen roten Mantel, der unten so ein bisschen schwarz ist und das sieht natürlich auch ganz cool aus, aber man muss sich halt fragen, warum? Denn aus der Sicht der Story ergibt es keinen Sinn und es wurde vorher auch nicht darüber geredet, dass Naruto halt einen Mantel irgendwie haben möchte oder könnte. Niemand hat das angesprochen und deswegen, ja, das hat der Mangaka dann natürlich einfach nur gemacht, so das Motto, ja, nur die Augen so zu verändern, das ist doch ein bisschen wenig. Beziehungsweise vielleicht kam auch der Redakteur darauf und haben einfach gesagt, ach, weißt du was, gib ihm doch einfach einen Mantel, damit er cooler aussieht oder so. Natürlich, es steht ihm, aber nach wie vor, Sinn ergeben tut's halt nicht. So. Er steht dann Pain mehr oder weniger gegenüber, schaut sich dann erstmal um, bis er dann eben durch Shima erfährt, dass das Konohagakure gewesen ist. Nachdem der Staub sich lichtet, sieht er auch die Felsenporträts. Dann sehen wir natürlich einige Charaktere wie Iruka, Sakura, Choji, Kiba und so, denen es halt allen gut geht. Es gab halt natürlich keine Toten, weil Katsuyu alle beschützt hat. Gut, wenn man natürlich darüber nachdenkt, dass Tsunade dafür auch ihr gesamtes Chakra, was sie in der Stirn gespeichert hat, dafür verwendet hat, dass Katsuyu halt alle beschützen konnte und auch gleichzeitig heilen konnte, dann macht es zwar irgendwo Sinn, aber es ist natürlich jetzt auch die Sache, so viel kann sich Katsuyu nicht teilen, dass sie tatsächlich an allen Dorfleuten, die es gibt, hängen kann. Ja, wahrscheinlich sind natürlich nur wieder irgendwelche unbedeutenden, namenlosen Leute gestorben. Und das finde ich an der Stelle natürlich ein bisschen blöd, ne? Weil schließlich hat Tsunade selbst noch in einem Chapter davor gesagt gehabt, dass Katsuyu an fast allen Dorfleuten hängt. Also der ein oder andere hätte eigentlich hier wirklich schon sterben können. Und damit meine ich nicht nur Kakashi. So, Naruto ist natürlich total wütend auf Pain. Der bereitet sich erst einmal vor. Es wird auch erzählt, dass, also Conan sagt zumindest, dass jetzt alle länger brauchen, bis sie wieder eben einsatzbereit sind. Also die ganzen Pains, weil die Kunst halt zu mächtig war und so. Da sieht man, dass halt auch ein paar Nachteile hat. Und mit Kushiose stehen dann alle sechs Naruto gegenüber. Tsunade will sich ihnen natürlich entgegenstellen, aber sie ist total uninteressant für Pain. Als einer der Pains sie angreift, geht Naruto dazwischen mit Rasengan, erledigt er ihn sofort auf Anhieb und ja, da sieht man dann halt, wie mächtig er ist und er will das Ganze jetzt natürlich auch zu Ende bringen. Ich muss sagen, obwohl es halt nur der Anfang war und wie gesagt, es kaum Opfer gab und so, Narutos Auftritt ist schon cool und dass man sieht, dass er mit einem einzigen Rasengan einen Pain erledigen kann, wobei er natürlich überraschend dazwischen schnellte, muss man halt sagen, ist eigentlich auch cool und da sieht man, was der Eremitenmodus halt auch für einen starken Unterschied macht. Weiter geht's mit Chapter 431, Naruto explodiert. Warum dieses Chapter so heißt, keine Ahnung. Soll wohl cool klingen. Naruto ruft Gamakichi zu sich, dieser soll Tsunade erst einmal in Sicherheit bringen. So, vorher stellt Naruto noch die Frage, weil er halt die Naturenergie gemeistert habe, könne er eben das ganze Chakra von jedem spüren und deswegen fragt er, ob Kakashi im Dorf sei. Da Tsunade nichts sagt, versteht er halt, worauf sie hinaus will, dass er halt tot ist. Das macht ihn natürlich noch zusätzlich wütend und ich muss halt sagen, ich finde es aber trotzdem ein bisschen übertrieben. Auch wenn Naturenergie ziemlich stark und mächtig ist, aber dass man wirklich das Chakra von allen spüren kann und dann vor allen Dingen auch noch in dieser Reichweite. Also so, sagen wir mal meinetwegen irgendwelche Gegner oder so oder überhaupt Personen, die sagen wir mal einen Umkreis vielleicht von so ein paar Metern oder so sind, sagen wir vielleicht einen Kilometer, okay, aber Konoha ist wohl ein bisschen größer als nur ein Kilometer, ne? Naja, jedenfalls wird also Tsunade zu Sakura gebracht. Aufgrund des ganzen Chakramangels wird sie halt auch wieder älter. Und Naruto kümmert sich dann erstmal um diese Kushiose-Tiere. Und er ist verdammt mächtig und kann dann halt so ein Nashorn eben einfach packen und es eben über seine Schulter schmeißen und es ist dann weg. So, dann kommt natürlich wieder der Hund und auch der Büffel. Die werden dann erstmal kurzfristig durch Fukasako und Shima halt eben so ausgenockt. Ja, aber Naruto nutzt Kage Bunshin. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass es halt korrekt ist, als er Kage Bunshin benutzt und auch während des Laufens, da sind die beiden Kage Bunshin auch dabei zu laufen und machen auch das Fingerzeichen für Kage Bunshin. Und so soll es ja eigentlich sein, weil es sind ja Schattendoppelgänger. Die tun ja das, was du auch tust. Sehr oft ist es aber im Anime, und also im Anime sowieso, aber auch oft im Manga so, dass Naruto Kage Bunshin einsetzt und die dann einfach schon ganz anders dastehen. Es kann natürlich möglich sein, dass man im Manga das manchmal macht, damit man halt ein bisschen Zeit spart oder Platz spart, okay, aber im Anime ergibt das dann nicht immer Sinn. Da kann man das ruhig mal machen. Naja,
Er gibt dann halt den beiden anderen quasi die Chance, Rasengarn zu nutzen. Er braucht dafür immer noch zwei Hände. Die machen ein riesengroßes Rasengarn und das Ganze nennt sich dann Senpo-Odama-Rasengarn. Also im Prinzip eigentlich nichts Besonderes. Es ist eigentlich nur ein Odama-Rasengarn mit Senjutsu halt. Ja, und es ist halt ziemlich groß und mächtig und die beiden Kushiyose-Tiere sind dann ausgenockt. Dann kommen natürlich auch die Frösche mal zum Zug, also Gamabunta und Co., die greifen mit an. Und ja, Tsunade hatte Naruto auch Katsuyu gegeben, denn die kannte ja Pain so ein bisschen und die konnte ihm auch einen Hinweis geben, hat sie dann auch getan und hat gesagt, dass der Pain vor ihm, dass da zum Beispiel keine Ninjutsu irgendwas bringt, weil die würde er halt aufsaugen. Und Naruto setzt dann eben das Ninja-Ring ein, also Kawutsu Kumite, und das ist halt ein ziemlich starker Taijutsu-Angriff und kann den halt eben wegschleudern. So, ja, daraufhin sind die Kushiyose-Tiere weg und Naruto sagt dann eben, dass er jetzt mit seiner neuen Kunst das alles zu Ende bringen will. So. Ich finde, dass das Ganze natürlich cool ist, im Anime natürlich besser, weil bewegte Bilder ist klar, aber mal im Ernst, bis jetzt haben wir im Eremitenmodus eigentlich noch nichts Beeindruckendes gesehen, weil ja, Naruto ist verdammt stark, das stimmt, und er kann das Chakra spüren, das stimmt auch, aber irgendwo will ich ja mal sagen, er ist doch ein bisschen zu stark. Ich meine, wir überlegen, Jiraiya, der den Eremitenmodus schon viel länger genutzt hat und der trotzdem mit Shima und Fukasako gekämpft hat, hatte Probleme gegen drei Pain. Zugegeben, er wusste ja auch gar nicht genau, auf wen er sich da einlassen tut. Naruto hatte schon ein paar Informationen mehr, halt erstmal vorher, was Tsunade und Fukasako so erzählt haben, beziehungsweise was Fukasako Tsunade erzählt hat. Dann jetzt eben nochmal das mit Katsuyo halt und so und deswegen, okay, klar, er hat ja diesen kleinen Vorteil und weiß so ein bisschen mehr, auf wen er sich da einlässt. Aber es ist trotzdem schon ziemlich mächtig. Also er ist ziemlich mächtig, dass er es wirklich schafft, so ein Kushiyose-Tier mit einem Angriff zu erledigen oder eben auch, dass er einen Pain mit einem Rasengan erledigen kann. Also ich würde mal behaupten, dass Jiraiya mit Eremitenmodus und den beiden Fröschen, er muss ja mehr Kraft haben als Naruto eigentlich. Und deswegen muss ich an der Stelle sagen, ein bisschen overpowered ist Naruto an der Stelle schon. Klar, er hat natürlich hier auch die Motivation und die Wut und die Emotionen spielen natürlich auch mit hinein. Das ist okay, aber im Endeffekt muss ich sagen, ja, ein bisschen übertrieben ist es an der Stelle dann doch, ja. Kommen wir zuletzt zu Chapter 432, die Wiederkehr des Rasen-Shuriken. Naruto setzt halt erneut Kage Bunshin ein. Hier ist jetzt auch das, was ich halt erwähnt habe. Er selbst steht gerade. Die beiden Kage Bunshin sind zwar gebeugt, haben aber immer noch das Fingerzeichen. Und das ist ja halt auch wichtig, wollte ich halt nur mal so erwähnen. Er benötigt also immer noch zwei Kage Bunshin, um das Rasen-Shuriken einzusetzen. Tendo Pain erwähnt dann, als er über Jiraiya spricht, kurz auch, dass er sein Sensei war. Naruto ist daraufhin so ein bisschen verwundert, als er das hört. Davon wusste er ja nichts. Und Pain sagt, dass sie ja beide die Schüler von Jiraiya waren und dass sie sich ja verstehen könnten, weil sie ja beide Frieden wollen. Naruto fühlt sich verarscht und fragt, was Pain von dem, was er hier jetzt angerichtet hat, unter Frieden versteht. Er schmeißt das Rasen-Shuriken. Shima und Fukasako wundern sich in dem Falle halt auch darüber, dass er so ein schnelles und dichtes Chakra werfen kann. Ja, ein Pain wird halt richtig erwischt, die anderen konnten ausweichen. Ja, und das ist natürlich auch die Sache. Naruto kämpft hier allein. Und ja, klar, man könnte jetzt sagen, ist ja doof, Hauptcharakter schon, die kämpfen immer allein. Naruto hat aber sonst, wenn er gekämpft hat, waren immer andere mit dabei. Und er stand auch nicht immer im Fokus. Und von daher finde ich das okay, vor allen Dingen, weil er vorher noch gesagt hat, er will nicht, dass andere sich einmischen, weil es für ihn zu schwer wird, zu kämpfen und zu beschützen. Und das kann man verstehen, weil wenn man freie Bahn hat, kann man einfach so draufhauen. Sonst können die jetzt Geisel genommen werden oder verletzt oder getötet werden. Und das ist dann kontraproduktiv. Und das Rasen-Shuriken, was Naruto einsetzt, könnte ja auch seine Kameraden verletzen. So, das Geschehen wechselt dann natürlich erst einmal zu Shikamaru. Der meint, dass Naruto sich halt cool geben würde. Es ist dann aber eben so, dass Shikaku sagt, dass wegen Senjutsu, dass Naruto halt das gemeistert hätte und deswegen auf einem ganz anderen Level kämpft. Woher er das jetzt aber weiß, ist natürlich eine andere Frage, aber ich sage einfach mal, Katsuyo hat es ihm gesagt. Und es ist ja nicht so, dass Naruto ganz alleine kämpft, denn Gamabunta und Gamakin und Gamahiro, die kümmern sich ja immer noch um die Kushiyose-Tiere. Shima und Fukasako helfen ja auch immer noch mit. Und ja, es ist dann so, dass Narutos Senjutsu schon langsam abläuft. Der Tendo Pain merkt auch, dass es schon schwächer geworden ist und Naruto will auf jeden Fall noch den weiblichen Pain erledigen. So, also sorgen Shima und Fukasako dafür, dass Staub aufgewirbelt wird. Daraufhin kann Naruto zusammen mit dem weiblichen Pain in Gamabuntas Mund gelangen. Mit der neuen Kunst Rasen-Rengan kann er dann natürlich anschließend den Pain besiegen und daraufhin ist sein Senjutsu halt weg. Rasen-Rengan ist halt nichts Besonderes. Er hat in beiden Händen halt einen Rasengan und kann damit dann halt den Pain besiegen. Was ich aber sagen muss,
Man merkt, dass er nicht nur Kraft bekommt, weil es ist ihm jetzt möglich, auch ohne einen Kagebunschen Rasengarn einzusetzen, sonst könnte er ja Rasenrenngarn nicht benutzen. Für Rasenschuriken braucht er warum auch immer trotzdem noch zwei Kagebunschen. Hier hätte man jetzt auch runtergehen können, sodass er nur noch einen braucht. Und ich gebe zu, es war schon geil zu sehen, wie er Rasenschuriken jetzt endlich wirft. Weil es das damals eingesetzt hat und nur so in der Hand hatte und auf den Gegner zurennen muss, das war schon ein bisschen langweilig. Das jetzt so draufwerfen war schon cool. Es ist auch ein richtig spannendes Chapter eigentlich und ganz gut gemacht und ja, am Ende auch ein Cliffhanger, wo man sich wirklich als Leser fragt, okay, sein Senjutsu ist aufgebraucht, der hat aber immer noch zwei Pains, die er besiegen muss, was macht er jetzt? Also von daher meiner Meinung nach schon ein ziemlich starkes Chapter. So, jetzt seid ihr wieder dran. Was sagt ihr zu Narutos Senjutsu? Findet ihr, dass er zu mächtig ist? Findet ihr, dass es dafür eine Erklärung gibt? Was sagt ihr dazu, dass er das Rasenschuriken werfen kann? Was haltet ihr von seinen neuen Techniken? Senpo Odama Rasengarn und Rasenrenngarn? Ja, und wie hat euch der Kampf an sich gefallen? Schreibt es mir wie immer in die Kommentare.